So. Grand Finale. Nürburgring. Gesamt. Oh. Oh, das ist nicht gut. Also Grand Prix-Strecke gerne und super. Grüne Hölle ist gar nicht meins. Ich kann mir die nicht einprägen, die Strecke. Und es ist die Gesamtstrecke. Alter. Was sind das? 24 Kilometer. Zwei Runden. Oh shit, Alter. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Ja, ich probiere es mal so. Oh fuck. Wir brauchen eine gute Mischung, ne? Also wir brauchen Grip und wir brauchen Leistung. Fuck. Ideal für Handling, steht da. Aha. 312 Sachen, 1,2 Querbeschleunigung. 1,23 Querbeschleunigung. Was war das? 312 zu 303. Leichter. War übel. Moin Mia! Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Wir machen gerade das Finale von der Karriere. Nürburgring, Gesamtstrecke. Also Grand Prix und Grüne Hölle. Zweimal. Ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. Ja, mir geht's ganz gut. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich bin ganz happy. Hoffe dir auch. Hoffe dir auch. Oh, hier. Raceboy 77. Das ist einer von Turn 10. Mit dem bin ich... Oh. Forza Motorsport 3 Multiplayer gefahren und hab den sowas von zersägt, aber der ist halt sehr gut in Sachen Tuning. Bei mir ist Endspurt angesagt, nur noch morgen, dann 3 Wochen Urlaub. Ah, oh, wie geil ist das denn? Geht's irgendwo hin oder bleibst du zu Hause? Na, 280, dann wird er mal langsamer. 308. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aber sowas von Zeus. Zu Hause und ganz viel Toffel sehen. Ja, das ist doch schön. Toffel korrigiert. Geil. Und du kannst es nicht mal aufs T9 schieben, wie früher auf bei der Handys. So. 308 km/h. Was schreibt er? Circuit Tune. Ja, schon klar. Ich hab doch sonst nichts zu lachen außer euch. So, was wollen wir nehmen? Der andere war ja noch schneller, ne? Guck mal hier, 312. Ja, genau, das war der schnellste. Hat aber weniger Querbeschleunigung, das heißt, dem fehlt ein bisschen an Grip. Oh, dankeschön, ich hab dich auch lieb. 312. Gut, da gibt's eine. Ah, ne, gibt schon ein paar, ne? Ah, scheiß drauf. Ich kann die Strecke sowieso nicht. Ja. Do it. Ja, und dann auch noch höchster Schwierigkeitsgrad. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das geht mächtig in die Hose. Wir versuchen das mal. Und wenn das nichts wird, dann
Machen wir die Schwierigkeiten ein bisschen runter. Obwohl es da auch nichts gebracht hat vorher. Oh, Mia hat schon das Popcorn rausgepackt. Ja, halt den Finger bereit Abfahrt. Zum Klippen. Abfahrt, genau. Halt den Finger bereit zum Klippen, weil ich könnte ein paar Ausraster kriegen, wenn ich da gegen die Leitplanken knalle. Das passiert mir sehr oft hier. Ich muss noch 2 Wochen und 4 Tage noch durchhalten, dann habe ich Urlaub. Ja, sehr cool. Und ich? Denk daran, wenn deine Reifen zu früh verschleißen, kann das deine 6 Wochen, glaube ich. Schmälern. Ich weiß gar nicht mehr, was zum Datum. 5 Wochen. Ich glaube 5 Wochen. Dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Juhu! So. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, Fahrwerk hat er schon mal. Breitbau hat er auch. An der Felgen hat er nichts gemacht. Der hätte noch ein bisschen Gewicht sparen können. Dann hast du 4 Wochen und 1 Tag Urlaub. Ja, cool. Das ist sehr, sehr lange. Alter, ich hab echt Schiss, ne? Hm. Müssen wir durch. Vater. So. Oh Gott. Kann mich jemand drücken? Oh Gott, oh Gott. Gut, so ein Porsche hat ja mechanischen Grip. Bei den alten Dingern jetzt nicht unbedingt so wie die aktuellen, aber die lassen sich eigentlich besser fahren wie so andere Vehikel. Vor allem, guck mal, der ist vorne rechts schon beschädigt. Vor allem der beschissene Lotus eben mit über 1000 PS. Das, also der war ja kaum zu kontrollieren. Oh, 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 oh. Die Version, Alter. Hä? Ach du Scheiße. Nein! Oh, Zeus, bitte nicht. Ich muss das immer rausschneiden. Ich muss das unbedingt rausnehmen. Urheberrechtsverletzung. Ja, ist ein wunderschönes Auto. Ich mag den auch. Ich habe den als Kind schon gemacht. Da gab es ein Spiel, das habe ich beim letzten Mal erzählt. Lotus Turbo Challenge hieß das. Ich weiß nicht mehr, ob das auf dem Amiga 500 war. Oder ob das schon PC war. Aber ich glaube, ich meine, es war Amiga 500. Das habe ich geliebt. Ja, nee, alles gut, Zeus. Ich nehme das raus. Ich vergesse das immer nur. Ich vergesse das immer nur. Weil der Typ, wo die Flöte spielt, hat angefangen vor ein paar Wochen die ganzen Videos abzumahnen, wo das benutzt haben. Was eine Frechheit ist, weil das ist noch nicht mal seins. Das ist ja Titanic. Aber, ja. Jetzt will er damit Kohle scheffeln. Na, weil sobald er Urheberrechtsansprüche geltend macht, kann er Videos, Werbung in den Videos einblenden lassen und kassiert dann halt Kohle. Und ich bin mir sicher, dass dieser Soundeffekt bei wahnsinnig vielen Videos verwendet wurde. Und der sich jetzt ganz schön ein zu Gemüte führt. Ja, ne? Ist eine Frechheit. Die Strecke, ne? Ich würde die auch niemals in echt fahren. Niemals. Gar nichts. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier gedrückt. Das finde ich geil. Also Hockenheimring würde ich gerne mal fahren. Schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich wohne ja nur 40 Kilometer entfernt, ne? Und quasi, wenn ich
meinen Sohn abhole. Der wohnt da in der Nähe. Von da aus sind es, glaube ich, noch 10 Kilometer oder so. Ungefähr. Und so eine Touristenfahrt an einem Donnerstag kostet 10 Euro. Was mich aber halt... Boah, siehst du? Was mich da halt aber abhält davon ist mein PKW, der kaputt gehen könnte. Allein der Verschleiß von Bremse, Reifen, Fahrwerk ist gewaltig. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn du dann Pech hast und fliegst irgendwie raus, auch wenn da sehr viel Auslaufzone ist und da was kaputt geht, zahlt halt keine Autoversicherung. Weil die Autoversicherung zahlt nur im Straßenverkehr. Alles andere ist Privatgelände. Und das ist halt schade. Und ich bin schon geile Autos gefahren, die ich gern mal da lang geprügelt hätte. Wie den Mazda RX-8, den BMW 535D, den 530XD. Oh, oh, oh. Oder mein Audi A4 B5. Nicht sonderlich schnell, aber geil. Komplett Verspoilerung, Rückbank raus und Anlage drin. Das war so ein wunderschönes Auto. Aber da hatte ich einen Unfall damit. War nicht schuld. Aber total Schaden. Ein schwerer Unfall, sagt man, glaube ich, dazu. Ja, mein Genick war angebrochen. Da kann man, glaube ich, schwerer Unfall sagen. Alles klar, Zeus. Mach's gut. Danke, dass du beigeguckt hast. Also ich versuche mal, die Chat zu lesen. Ist schwierig. Oh, was hat mir denn da langes geschrieben? Hast du dir... Oh, oh. Oh. Den Mod-Kanal im DC-Server. Digga, damit ich es nicht vergesse. Nee. Habe ich was vergessen? Also ich öffne meinen Kanal eigentlich täglich und gucke, ob irgendwo ein weißer Punkt ist in irgendeinem Channel. Ist aber nicht so oft der Fall. Six Leihwagen, genau. Ich mache auch jedes Jahr bei so einem Gewinnspiel von BMW mit. Ne, dadurch, dass ich da ja Kunde war, 12 Jahre lang, kriege ich jedes Jahr eine Einladung für Rennschule auf dem Hockenheimring. Mit Timo Reuter als Trainer. Der bringt dir bei, mit einem M3 oder mittlerweile auch M4 über den Hockenheimring zu brettern. Da hätte ich so Bock drauf. Gut, da ist immer noch 1500 Euro Selbstbeteiligung, wenn was kaputt geht. Aber wenn du so jemanden nebendran sitzen hast, sollte da eigentlich nichts passieren, wenn man nicht gänzlich unerfahren ist mit dem Autofahren. Und ich glaube, dass ich ganz gut Auto fahren kann. Und ja, da muss man sich dann halt bewerben jedes Jahr. Bin aber leider noch nicht genommen worden, weil das macht bestimmt mega Spaß. Ja, direkt mit dem Rennwagen, also mit M4 CSL. Ja, das ist
dieser M4, der gerade noch so Straßen zugelassen ist. Wow, 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 wow. Das macht bestimmt Spaß, darüber zu prügeln. Oh, was passiert? Oh. Das ist aber nett. Was? Oh, ich habe gerade 19 Subs gelesen. Da hätte ich jetzt einen Herzinfarkt gekriegt. So, lass mal hier eben lesen. Ja, so ein Titanic-Sound. Ja, also ich muss irgendwie dran denken. Das ist jetzt schon wieder vergessen, ja genau. 3 Monate BMW fahren, einfach 3 Monate über Nord. Oh, das wäre geil. Tja. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank, Teufel, für den Gifte-Zap. Also die Strecke, das ist nichts für mich. Ich habe schon so oft versucht, weil es halt in vielen Story-Modi, vor allem bei Forza, bei jedem Forza, nein, nicht bei jedem Forza-Teil, aber ab 4, glaube ich, war die dabei. Nee, bei Teil 1 war die auch schon dabei. Na, ich glaube, die war immer dabei. Let's rock. Ja. Immer wieder versucht, weil es halt Teil des Story-Modus war. Aber immer gescheitert. Oh, hier. Die lange Gerade. Können wir mal gucken, wie schnell der Bock fährt. Kannst du dich an das Gewinnspiel auf der 360 erinnern? Ja. Und zwar war das... Man musste diesen BMW über den Hockenheimring prügeln und die beste Zeit fahren. Ne, das meinst du? Und da konnte man dieses Auto gewinnen, ein M5. Alter, mir haben die Finger geblutet. Ich habe alles versucht. Da hatte ich noch kein Lenkrad. Hatte ich da? Ne, für die 360 hatte ich noch kein Lenkrad. Mit dem Controller. Alter, und dann musste man ja jegliche Helfer ausschalten. Ne? Und manuell fahren und Lenkung auf Simulation, also das volle Programm. Alter, das war schwer. Hab's natürlich nicht geschafft. Ich war mal für ein paar Stunden auf Platz 8 oder so und dann weit über 100. Dann kamen so die Profis. Das werde ich nie vergessen. Meine Ex-Frau wird es auch nie vergessen. Da habe ich Tag und Nacht habe ich da gesessen und habe probiert, das hinzukriegen. Ich wollte dieses Auto haben. Tja. Das Vorgängermodell bin ich ja dann gefahren. Den kennst du ja. Das Vorgängermodell bin ich dann gefahren. Auch in Blau. Den Diesel M5. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, da kann ich mich noch erinnern. Das geile Ding. Ich habe den unten als Modell, ne? In 1:18, also schön groß. Selbe Lackierung. Ich habe dann auseinandergebaut, habe die Scheiben getönt, ne? Dass es genauso ist, wie er dann war. Selbe Felgen, alles. So geil. Man macht die Tür gefälligst sanft zu. Boah. Aber die haben tatsächlich, ne, die 10 Jahre, wo ich dieses Auto gefahren bin, ist das Softclose nicht kaputt gegangen. Obwohl so viele immer die Tür gebatscht haben. Ne? Sehr, sehr geil.
Wow. Aber ich habe das Auto geliebt und ich liebe es immer noch. Und ich habe tatsächlich zufälligerweise gerade gestern wieder auf der Couch gesessen unten und habe mir gedacht, anstatt das Ding herzugeben, als er kaputt war, und mir ein Hyundai i30 zu kaufen und Schulden zu machen bei der Bank, insgesamt 22.000 Euro abbezahlen muss, hätte ich mir auch 10.000 Euro so aufnehmen können, um den Fünfer zu reparieren, ne? Wenn es gereicht hätte. Da war ja so viel kaputt auf einmal. Die fettes Brot-Momente. Du meinst, Jein? Die Singerei? Was kam beim Motor eigentlich raus? Ah, alles unglaublich. Das war eine beschissene Zündkerze, die ausgefallen ist. Eine von vier. Also, ich kann nur sagen, Kumpel von mir hat die Ausbildung bei Mercedes gemacht, ne? Der war dann auch 14 Jahre bei Mercedes. Aber während der Ausbildung hat er ein E-Kadett gefahren, ne? Ein Opel E-Kadett. Oh, oh, ich müsste auch bremsen, hin und wieder. Ah. Und über ein halbes Jahr war er mit der Leistung nicht so zufrieden, aber der lief halt einfach ganz normal. Und dann hat er sich mal den Motor getraut und dann ist er nur auf 3 Zylinder gelaufen. Aber er lief. Und dann hast du jetzt ein modernes Auto, wo eine Zündkerze mal ausfällt. Und dann hast du die Motorkontrollleuchte. Die Gasannahme spielt völlig verrückt. Und du kannst nicht mehr weiterfahren. Ah, das ist so eine Frechheit, oder? Was soll das denn? Anstatt im Display anzuzeigen, was weiß ich, Zündkerze prüfen, Werkstattbesuch, bla bla bla. Also im BMW in dem Fünfer wäre die Anzeige gekommen. Zündkerze defekt. Möchten Sie den nächstgelegenen BMW oder die nächstgelegene BMW-Werkstatt anrufen? Und dann hätte er mich dann automatisch da verbunden und hätte ich einen Termin buchen können. Im Hyundai ist es einfach nur Motorkontrollleuchte und nichts geht mehr. Nordisch by nature, jawollo. 1, 2, 3, sag mal hey, hey, sag mal ho. Das war die große Platte in der Disco. Ja, sehr geil. Fettes Brot. Wow, wow, wow. Wieder dieselbe Kurve wie in Runde 1. Oh, hinter mir fährt eine Marlboro-Schachtel. Werbung ist doch verboten. Oh, schnell ist er ja, meiner, ne? Aber ich kann mir die Strecke nicht einprägen. Unmöglich. Ups. Ah. Anzünden. Wow. Boah, also ich glaube, da werden wir eine Weile mit beschäftigt sein, hier Gold zu kriegen. Aber komm, wir springen jetzt mal ins Rennen. Eine Runde dauert 10 Minuten, es ist 20 vor 10. Das heißt, wir machen jetzt mal das Rennen mit 2 Runden. Wir werden es vermutlich eh nicht schaffen. Alter, sieht das Auto aus. Und dann, ja, müssen wir uns das nächste Mal was einfallen lassen. Schwierigkeit mal ganz runter. Oh, nur auch noch dunkel. Natürlich. Natürlich. Da kennt die Strecke eh schon nicht und dann siehst du nichts mehr. Ja, doch, ich glaube schon, dass es ein Rasenmäher ist.
Ein Rasenmäher aus Weissach. Alter. Oh, Mensch. Ganz vorne. Sollen wir direkt die Schwierigkeit mal runterdrehen? Komm, machen wir. Machen wir. Scheiß auf die Kohle. So. Was sind wir hier? Ja, die Schädensimulation ist eigentlich ziemlich schlecht auf dieser Strecke für mich. Simulierter Kraftstoff und Reifen. Zurückspulen. Ein. Keine Schäden, ne? Nur kosmetische Schaden, wir spulen ein, begrenzte Strafen. Na gut. Machen wir mal. Da, jetzt denke ich, dass ich auf Platz 1 komme. Trotzdem fangen wir vorne an. Nee, weil ich habe echt, also... Nee, da habe ich jetzt keinen Bock. 4 Streams lang. Da stundenlang rumzuprobieren. Dann machen wir es jetzt einmal durch und stellen dann wieder auf schwer. Aber wir könnten noch die Helferlein anmachen. Oh, das geht jetzt gar nicht mehr, oder? Fraktionskontrolle ist ja... an, semi an. Ne, also auf Sport. Das geht echt nicht, ne? Reifen haben wir nur Serie. Das wäre eigentlich ganz clever. Aber. Oder komme ich dann noch ins Menü? Ich weiß nicht. Könnte sein, dass es noch geht während der Fahrt. So, kurz gucken. Einstellungen. Ja, Mann. Ich brauche hier jetzt Hilfe. Speichern. Müssen aber denkt mal mit dran, dass wir das jetzt gleich nach dem Rennen im Stream wieder alles rückgängig machen. Sonst fahren wir das nächste Mal und ich weiß nicht, was da los ist. Okay. Ich ziehe nochmal. Und Daumen drücken, Leute. Daumen und die großen Onkel. Wunderschöner Himmel wieder über Hockenheim. Mühlburg. In der Eifel. Wow. Was ein komischer Streckenverlauf. Den kenne ich so gar nicht. Ist das ein neuer? Ja, doch. Das ist der neue Verlauf. Stand doch in der einen Mitteilung, dass sie den Verlauf der Strecke an 2024 angepasst haben. Viel schärfer die Kurve. Eieiei. Also, ne, die zweite. Die erste Linkskurve. Boah, und es wird jetzt schon dunkel, Alter. Das kann doch nichts werden. So.
müssen halt hier auf der Grand Prix-Strecke so viel wie möglich Distanz schaffen. Dass bei den ganzen Fehlern, die wir machen werden auf der Nordschleife, die wir trotzdem nicht so aufholen können. Wow, 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 wow. Pieks Michel in die Seite. Nein. Wie schreibst du denn kursiv? Finde ich ja geil, dass es geht. Ich kenne mich ja nicht aus in diesem Internet. Der baut doch so und der war 100%. Wenn man sich auf eins verlassen kann, dann ist es, dass ich hier das Auto sehr verkratzen werde. Aber da wir so viel schneller sind als die anderen, was ich krass finde, dass das mit der Schwierigkeit so gut funktioniert, können wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahren als sonst. Und können uns vielleicht auch mal das Auto von innen angucken, was so aussieht. Oh ja, schön. Angenehm. Klingt doch schön, ne? Das Summen der Kupplung. Der Rennkupplung. Aber Frame Drops, ne? Wow, wow, wow. Ah, gehen wir wieder raus. Oder machen wir ganz wild. Machen die Stoßstangenkamera. Was auch immer wieder schön ist, ist das Summen der beiden im Transporter. Ja, das glaube ich gern. Ich habe bei meinem A4, wo ich gehabt habe, ne? Da habe ich ja so viel am Motor rumgebastelt, ich als Laie, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Und dann musste ich ihn zum TÜV bringen und musste eine 21er Abnahme machen. Das heißt, da wird eine komplett neue Betriebserlaubnis ausgestellt. Damit das Ding überhaupt auf der Straße fahren darf. Und unter anderem habe ich da halt einen sehr großen offenen Rennsportfilter drauf gemacht, ne? Also Luftfilter. So ein konischer halt, ne? So ein Pilz. Aber offen. Ne, also offen heißt, wenn du den Pilz so hinstellst, dann haben die ja oben einen Deckel drauf. Das ist so eine Lautstärke-Reduzierung. Ne, wie ein Stoßdämpfer, sag ich mal. Und der war halt offen. Da war nix. Der war so verdammt laut. Ne, also das Ansauggeräusch war halt, ach du Scheiße, wie aus so einem Horrorfilm. Mega geil. Das hat mich so fasziniert, dass ich mal mein Handy an die Scheibenwischer gehängt habe und bin dann auf den Landstraßen rumgeheizt, um das Geräusch aufzunehmen. Aber die Windgeräusche waren leider zu stark, dass man das so nicht rausfiltern konnte. Aber von innen hat man es auch noch sehr, sehr laut vernommen. Obwohl das ja, es war ja ein Diesel, ne? 1,9er Diesel und die haben ja Schallschutzmatten an der Motorhaubeninnenseite, ne, weil die Diesel halt so laut sind oder waren damals, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Und trotzdem, also Luftfilterkasten war natürlich weg, ne, den musste ich rausbauen, nur noch den Pilz und Luftmassenmesser.
Und das war so laut, ne? Du hast da drin gesessen, im Auto, hast beschleunigt, da hast du schon den lauten Diesel gehört. Und das Ansauggeräusch war trotzdem noch so viel lauter. Das war echt krass. Echt krass. Und ich bilde mir ein, dass es auch ein bisschen Leistung gebracht hat. Also versprochen, von dem Laden, wo ich es gekauft habe, waren 12 PS. Aber da war mir sofort klar, auf gar keinen Fall. Naja, sowas gibt es einfach nicht. Auch heutzutage mit modernen Luftfiltern kannst du keine 12 PS daraus holen. Aber man hat es deutlich gemerkt. Deutlich. Ich hatte dann auch die Abgasrückführung habe ich abgeklemmt. Ne, also, wer das Prinzip nicht kennt. Also Turbodiesel war das, ne? Und ein Teil der Abgase werden wieder in den Brennraum geführt, werden nochmal verbrannt, damit die CO2-Werte besser sind. Und so ein Turbo, da wird er halt über Luft angesteuert, ne? Dass das Verdichterrad sich dann halt dreht und somit Leistung erzeugt. Und das war dann halt auch über Abgas. Und das habe ich abgeklemmt. Das heißt, der Motor hat nur frische Luft gekriegt. Der Turbo hat nur frische Luft gekriegt. Und durch den großen Rennsportluftfilter hat er halt sehr, sehr viel Luft gekriegt. Ultra geil, was da Geräusche rausgekommen sind, ne? Das hat mich so angefixt damals. Das war das Erste, was ich gemacht habe an dem Auto. Und dann ging es los. Dann habe ich gebastelt wie die Sau. Erstmal eine neue Frontschürze, dann Seitenschweller, Heckschürze, Rückleuchten. So Klarglas-Rückleuchten mit Chrom. Dann die Außenspiegel habe ich vom M3-Spiegel dran gemacht. Sah mega sexy aus. Ja, tiefer gelegt. Felgen. Den Kühlergrill rausgebaut. Und einfach nur so ein silbernes Metallnetz reingemacht. Was sehr geil aussah. Also ich habe viel experimentiert mit dem Kühlergrill. Und der dritte, wo ich dann gemacht habe, war dann dieses Netz. Was wunderschön war. Ja, dann die Rückbank rausgebaut, aber nur ein Brett reingezimmert. Auf das Brett habe ich dann Kissen drauf getackert. Das Brett dann überzogen mit so einer... Bei ATU gab es immer so Sitzbezüge. Und da habe ich noch gerade so einen Sitzbezug drauf gemacht, dass man das dann als normalen Sitz noch nutzen konnte, rechts und links. In der Mitte war kein Sitz, da war dann ein 40 Zoll Subwoofer anstatt ein Sitz mit 750 Watt RMS, eine 1000 Watt Endstufe im Kofferraum und im Kofferraum dann nochmal eine 500 Watt Endstufe von Blaupunkt mit einer Bassröhre. Das heißt, ich hatte Kickbass durch die Röhre und Tiefbass durch durch dieses Monstrum in der Rückbank. Da bist du gefahren, wenn die Musik laut war. Man kennt das ja, dass der Innenspiegel zittert, ne, bei Bassschlägen. Da war das tatsächlich so, dass auch die Frontscheibe vibriert hat. Das heißt, man war nicht mehr in der Lage, Schilder zu lesen, so Autobahnschilder. Das ging einfach nicht. Und was ich nie vergessen werde, wir sind mal, also ich, meine Schwester, eine jüngere Schwester, ne, und ihre Freundin, sind wir auf ein Konzert gefahren, so ein Open-Air-Konzert von SWR3 mit verschiedenen Bands und so. Und wir kommen dahin. Und da lief dann schon Musik auf der Bühne. Und wir fahren da dran vorbei. Die Musik hat voll aufgedreht. Und die Leute, wo vor der Bühne standen, drehen sich rum.
zu meinem Auto. Und was ist das denn? Meine Schwester sich eben kaputt gelackt. Das erzählt sie heute noch gern. Das hat so gescheppert. Was ist denn hier los? Da hast du manchmal Herzprobleme gekriegt, ne? Also, wie so ein Stolperer. 166 Euro? Alter! Ich habe auch voll getankt, bevor ich nach Hause gefahren bin. Und war ganz schockiert, weil ich das erste Mal unter 70 Euro war. 68 Euro, noch was. Habe ich dann auch zu der Handeltreibenden, ne, zu der Tankwärterin gesagt. Oh, unter 70 Euro? Seid ihr billiger geworden? Oh, keine Ahnung, sagt sie. Aber 166 Euro, Alter. Oh, 100 Liter Diesel im Opel. Ah, okay. Das geht natürlich schnell. Mit dem Geld dann. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Habe ich dir mal von meinem Audi 200 Quattro 20V Turbo erzählt? Mein zweites Auto, da hatte ich ein Jahr den Führerschein. 240 PS. Amerikanisches Modell, 4,27 Meter lang. Also das war der Vorgänger vom A8. Ja, auf dem basierte dann der A8. Ein riesen Schiff. Der hat einen 80 Liter Tank gehabt. Und ich habe im selben Ort gearbeitet, wo ich auch gewohnt habe. Und bin ja wochenends mal in die Disco. Sonst eigentlich nicht. Aber ich musste jeden Samstag 80 Liter da reinballern. Ne, oder 75 Liter. Das Ding hat geschluckt wie die Sau. Ich meine, es waren 22 Liter auf 100 Kilometer. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte noch 24 gewesen sein. Ich verwechsel das gern mal mit dem RX-8, der ja auch so durstig war. Und natürlich nur Super Plus, ne? Was anderes verträgt das Ding nicht. 5-Zylinder, 2,3 Liter Maschine. Ein abartiges Ding, also das Ding hat Kraft gehabt. Und natürlich Quattro, ne? Da bist du weggezogen wie Sau. Und der, von dem ich das gekauft habe, der hat eine Audi-Werkstatt im Nachbardorf. Und hat mir dann auch die ganzen Bilder geschickt, wie die den umgebaut haben. Weil der Audi 200 sah dann am Ende aus wie der Audi V8. Der, wo dann auch in Amerika die Rennen gefahren ist. Ne, denn eine andere Motorhaube, die andere Innenausstattung, ne, die komplette Innenausstattung wurde ausgetauscht. Ein Schiebedach vom BMW hat er eingebaut. Das Ding war richtig geil. Richtig geil. Hat mich auch 2500 Mark Versicherung im Jahr gekostet. Sprich, als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin, musste ich mich dann halt entscheiden, ne? Entweder Wohnung oder Auto. Nach langem Zögern habe ich mich dann halt für die Wohnung entschieden, habe das Auto hergegeben. Aber Alter! Ja, aber da kam mein erster BMW. E30. 118i. Der war geil. 1000 Kilometer mit 100 Liter. Ja gut. Das Ding ist ja dann groß, schwer, voll beladen. CW-Wert wie Honeckers Mauer. Dafür ist es ganz gut, auf jeden Fall. Mit dem Fünfer, ne, mit dem blauen, wo ich da gehabt habe. Da war mein Rekord 1152 Kilometer mit 52 Litern Diesel. Ist ein Durchschnittsverbrauch von 5,2 Liter, wer es nachrechnen will. Was der absolute Hammer war. Aber... Ja, also mit der Leistung, ne? 268 PS, ne? Hat der Software-Tuning gehabt.
und 600 Newtonmeter Drehmoment, aber halt auch 1740 Kilo schwer. Ja, und das war dann aber halt auch nur möglich zu der Zeit, wo die Depressionen angefangen haben und ich einfach null Bock hatte, unterwegs zu sein, und habe mich dann auf dem Weg zur Arbeit, das waren 52 Kilometer, einfach, habe ich mich dann immer hinter den LKW geklemmt, Tempomat 84, bin am Windschatten gefahren, ne, Durchschnittsverbrauch von 3 Litern gehabt, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, und dann habe ich halt solche Zahlen erreichen können, ne? Ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Also normaler Durchschnitt waren 6,8 Liter, angegeben von BMW waren, ich glaube, 6,6 Liter, also sehr nah dran. Und im Sportmodus habe ich dann auch natürlich mal probiert, den ganzen Tank im Sportmodus leer zu fahren. Und das höchste der Gefühle waren 9,8 Liter. Also, da kann man jetzt auch nicht meckern, ne? Jo, aber dafür die Steuer halt, ne? 3 Liter Diesel. Das waren 468 Euro im Jahr. Naja, ich bin das Auto 10 Jahre gefahren. Quasi 5000 Euro Steuer. Plus halt den ganzen Sprit, den ich da verblasen habe, die ganzen Diesel. Ach Gott, ey. Aber extrem zuverlässiges Auto. Bis halt innerhalb von ein paar Monaten einfach alles kaputt gegangen ist. Ich habe das ja gemerkt, dass irgendwas kaputt ist. Aber zu der Zeit war ich gerade im Burnout auf Krankengeld und konnte gerade mal so dafür sorgen, dass ich nicht verhungere im Monat. Da war es unmöglich für mich, das Auto in die Werkstatt zu bringen. Hätte ich es mal lieber gemacht, ne? Da wäre vielleicht nicht so viel kaputt gegangen. Weil irgendwann wurde dann immer mehr kaputt und immer mehr kaputt. Ja, schade. So ist das halt. So. Piekst mich schon in die andere Seite. Nein, 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 passiert nichts. Was mit Corolla? 7,5? Okay. Achso. Hier, muss ins Bett. Dann mach's gut. Danke, dass du da warst. Sport, ansonsten halt die 5,4, 5,6. Ja, super geil. Super geil. So extrem sparsam. Das ist halt schon cool, wie sich das entwickelt, ne? Die Autos kriegen Leistung aus wenig Hubraum und verbrauchen trotzdem nicht viel. Wie geil ist das denn? Ja, die Steuern ist halt mega, ne? 45 Euro. So geil. 2 Liter, ja. Ja, 2 Liter. Das war eine gute Leistung. Ich muss mir vorstellen, ne? Was die aus den 2 Litern rausholen. Und trotzdem so eine Emission haben, ne? Dass du nur 45 Euro Steuern bezahlst. Das ist krank. Vor 15 Jahren. Undenkbar. Undenkbar. So, wir haben es geschafft, Leute. Wie geil ist das denn? Die Karriere ist beendet. Also im positiven Sinne. Der 1.6er von Corolla GR, beziehungsweise Yaris GR. Alter, der Yaris GR, ne? Das Ding ist so geil. Der hat so eine geile Performance.
Also nicht nur motormäßig, auch Grip, Sportlichkeit, ne, Dynamik. Das Ding ist so geil. Und ich finde den auch nicht hässlich. Ich finde den nicht hässlich. Das ist ein schönes Auto tatsächlich. Der Corolla GR ist schöner. Ja, natürlich, natürlich. Genau, nur ein Import und kostet halt ein bisschen mehr. Ein bisschen. Aber so ein Yaris, Alter, so ein kleiner Elefantenschuh, sowas da rauszuboxen, das ist doch mega. So, irgendeine coole Verabschiedung von der Karriere vielleicht. Maybe, baby. Nix? Ach komm. Hätte ich mir jetzt erhofft.